Hallo, mein Name ist Henrike Wiemann. Ich habe meine Ausbildung bei der Ladenbau Adolf Rademacher GmbH gemacht und ich habe als mein Gesellenstück einen Wohnzimmertisch gebaut. Der Tisch besteht prinzipiell aus drei Bereichen. Ein offener Bereich, in der Mitte ist eine Klappe, ist hier unten so ein Druckknopf, dann kann man die aufmachen. Dann ist hier in der Mitte noch ein Schubkasten, so ein Versteckter, als kleines Geheimversteck quasi. Und dann ist hier an der linken Seite nochmal ein Schubkasten. Das Material ist Linoleum an der Oberfläche und Ahorn Furnier. Dann habe ich auf dem mittleren Bereich, damit es nicht ganz so schnöde Ahorn ist, eine Dreieck-Marqueterie gemacht, die dann auch über die Kanten geht, damit das alles so ein schönes geschlossenes Bild ist. Besonders herausfordernd war natürlich die Form des Stücks. Es sind so gut wie keine rechten Winkel vorhanden. Hat mich schon bei der Zeichnung etwas herausgefordert, beim Bau dann natürlich noch mehr. In der Mitte an dem Schubkasten ist eine Trichterzinkung. Bei dem linken Schubkasten ist schräge Zinkung vorne, weil das natürlich auch alles mit ins Bild passen soll. Dann natürlich die Materialstärke. Das Linoleum ist 2 mm dick, das Furnier nur 0,9. Man muss sich dann auch gucken, dass sich das alles möglich anpasst, damit ich nachher eine ebene Oberfläche habe und sich nichts voneinander abhebt.